Kann sie nur machen, so viel Geld, ich kann einfach schon mal mir wirklich hier so den kompletten Dings hier vollklastern mit Wasser. Dann müssen wir uns da in nächster Zukunft keine Gedanken mehr drum machen. Wir verdienen ja immer noch genügend, mehr als genügend Geld. Immer noch. Strom, oh, Strom brauchen wir jetzt. Öl haben wir auch mehr als genug. Einfach mal so, zack, zack. Passt. Eigentlich kann auch diese Dinger hier wegmachen. Moment. Weil wirklich die benötige ich auch nicht. Deren einziger Sinn ist ja auch, Geld herzustellen. Geld ist wirklich die Sache, die wir am wenigsten gerade brauchen. Geld ist momentan echt super. Läuft super. Es ist super geil. Und so. Also da müssen wir uns echt keine Sorgen drum machen. Alles, was irgendwie nur da ist, um Geld zu machen und uns nicht zum Ziel bringt, kann weggemacht werden. So. Brauchen neue Erholungsplätze. Ficken. Ich meine natürlich, es ist so ein bisschen nervig. Wie ist das eigentlich? Der hat ein Ergebnis von 4 zu 1 und wenn ich hier zum Beispiel 4 zu 1 und natürlich 4 zu 5, wenn ich die beiden Felder hinmache, habe ich so ein ähnliches Ergebnis, habe ich bei keinem von den anderen. Das heißt eigentlich wirklich abwechselnd Dense Trees und Grass hinzumachen, ist eigentlich das Allerklügste, was man tun kann. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch, weil es einfach effizienter ist. Wir müssen wirklich auch bei dem Aufbau von unseren Parkflächen wirklich effizient denken gerade einfach. So. Das heißt, hier zum Beispiel kommt jetzt große Bäume hin, weil die Bäume machen, dass viel mehr Luft hergestellt wird. Und hier kommt jetzt wieder Gras hin. Das hätte ich vielleicht irgendwann mal vorher mal mir anschauen sollen. Ich glaube, das ist sehr viel früher gewesen. Aber naja, so lernt man dazu nach 20 Folgen oder so. Jetzt kommen die. Nein, 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 nicht die Ölpumpe. Moment, die baue ich gleich wieder hin. Geht's denn jetzt hier? Ah ja, das passt ganz gut. Ich mache jetzt aber nochmal ein Dings hin, nochmal einen Baum hier. Super. Alles Roger. Jetzt brauche ich neuen Müll. Nee, brauche ich nicht. Kann tatsächlich schon wieder eine Müllsortieranlage hinbauen. Am Ende brauchen wir allerdings wirklich mehr Müllsortieranlagen. Als Dings, ich mag es nicht. Mir gefällt nicht der Gedanke, jetzt bereits irgendwie mehr Müll quasi zu entfernen, als wir vertragen können. Aber, weil ich dann die Angst habe, dass ich irgendwann mal doch am Ende, kurz vor Ende, nochmal einen Angstpass habe und dann geht alles ein. Aber ich, ja. Baut es alles so, wir häufen dann zwar ewig viel Müll an zu Beginn, aber am Ende müssen wir dann einfach nur machen, dass wir eine rote Zahl da haben und dann warten, 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 warten. Okay, wir haben hier, wie viele Dings haben wir jetzt hier schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 24. 25, 26, 27, 28. Das brauchen nur noch zwei weitere. Ach, das hätte ich jetzt aber auch viel hübscher machen können. Moment. So. Wir brauchen wirklich nur noch zwei weitere. Das ist eigentlich super. Und ich glaube, okay, für den letzten Dings, das mache ich jetzt zwar ein bisschen unhübsch hier oben. Ja, da. Doch ein bisschen unhübsch hier oben hin. Ist ein bisschen blöd. Ein bisschen ungeschickt.
Aber es hat seinen Grund. Na gut, okay, zumindest den Dings kann ich da drüben hin tun. Es hat seinen Grund, und zwar ist der Grund, dass ich es da einfach besser wieder abreißen kann, falls es am Ende doch problematischer wird. Und jetzt fehlt uns natürlich wieder der organische Abfall. Aber wir haben... Oh, und wir brauchen Arbeiter. Wir brauchen Arbeiter. Erstmal Arbeiter wieder einstellen. Herstellen. Produzieren. Zum Glück produzieren wir dadurch auch mehr als genug organischen Abfall wieder. So, wir haben wieder Arbeiter. Wir haben organischen Abfall auch wieder auf grün. Was blöd ist. Das Problem ist aber auch, dass wir unorganischen Abfall auf grün haben. Jetzt brauchen wir irgendwas, mit dem wir speziell unorganischen wegbekommen. Incinerators. Wunderbar. Incinerators. Kack, egal wie die Luft danach aussieht. Wir werden den Müll los. Könnte auch ein guter Werbespruch irgendwie für so eine Müllbeseitigungsfirma sein. Kack, egal wie die Luft aussieht, wir werden den Müll los. Na, da sieht man, die Leute haben Prioritäten. Das ist doch was Schönes. Zu sehen, dass die Leute Prioritäten haben. Tatsächlich baue ich jetzt hier auch nochmal so Sorting-Anlagen hin. Weil wir auch den unorganischen Abfall loswerden müssen. Und ich zähle jetzt nochmal nach, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 26, 30. Wir benötigen 30. So, das heißt, wir müssen jetzt wirklich nur noch darauf warten. Alles andere ist im grünen Bereich oder weiß, wie hier Rohmaterialien. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich nur darauf warten, dass der unorganische und der organische Abfall wächst, runter sind einfach. Und falls eins von denen schneller runter ist als das andere, dann können wir immer noch irgendwas von denen hier abreißen. Abreißen, nicht abreißen. Ich kann jetzt, wir haben noch Wasser übrig. Wir haben einiges an Wasser übrig. Das benutze ich dann nämlich einfach mal, um hier sie wieder ein bisschen schöner zu machen. So. Unsere Stadt soll schöner werden. Das sieht jetzt eigentlich... Ist jetzt ein hässliches Gebäude. Wirklich. Achso. Naja. Es ist ein hässliches Gebäude. Also... So ein Gebäude kann auch nur die eigene Mutter lieben. Klingt hart, ist aber leider wahr. Weil ich sagen muss, ich hätte es hübscher machen können, wenn ich wirklich so die genauen Zahlen gewusst hätte. Hätte ich natürlich berechnen können. Dann hätte ich feststellen können, dass ich zum Beispiel wahrscheinlich die ganzen Recyclingplans auch womöglich geschafft hätte, innen drin unterzubringen. Dann wären die nicht so wie so ein extra Dings hier dran. Könnte ich eigentlich noch machen. Das ist jetzt ein bisschen Abbau. Dass ich jetzt die Zeit, ich habe ja ewig Zeit noch übrig jetzt, dass ich die Zeit jetzt wirklich nur dafür benutze. Haben die überall ihre Zugangspunkte? Ah, nur von vorne. Dass ich die Zeit jetzt dafür nutze, ist nochmal ein bisschen schöner zu machen. So. Das heißt, ich kann hier das hier wieder abreißen. So. Bei dem sortierten Abfall ist es... Ups. Ja, sortierter Abfall wird natürlich überproduziert. Das liegt aber wirklich einfach auch daran, dass wir eben den überproduzieren müssen gerade. So einfach ist das. Wenn man ein Problem hat, sagt man, ne, das muss so. Das ist kein Problem, das ist gewollt. Oh! Stimmt, da war ja was. Moment. Da war ja das ganze Sandgedöns. Das kann ich jetzt mal so.
Ja, das klappt jetzt so. Mache ich den Sand hier. Kann ich jetzt wirklich ersetzen durch Wiese? Das ist effektiver. Bereitet den Dings hier auch Zugang. Ich finde das hier eigentlich gar nicht mal so schlimm, wie das hier jetzt aussieht. Was ich jetzt aber noch machen möchte, ist, ich möchte hier wieder Sand hin. Weil das, finde ich, sieht in Kombination mit diesen Dingsblöcken, mit diesen Ölpumpenblöcken, die ja auf Sand stehen, irgendwie ein bisschen ästhetischer. So, wir nähern uns dem Ziel hier. Dann möchte ich kurz speichern. So. Gespeichert ist. Denn es kann sein, dass jetzt dadurch, dass wir hier so rote Zahlen haben, vielleicht doch noch was schief geht. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das wäre nicht so doll, weil dampfende Kacke riecht nicht so super. Super, das klingt, als hätte ich irgendwie Erfahrung damit. Hab ich nicht. Aber ich stelle es mir sehr unangenehm vor. Wobei natürlich, wenn hier so organischer Abfall hier so ankommt, sortiert wird und hier irgendwie weiterverarbeitet wird und dann da unorganischer Abfall rauskommt, der hier verbrannt wird, ich glaube, das ist dann auch ein bisschen wie Kacke am Dampfen. Wobei, nee, die Kacke wäre eigentlich hier, wäre eigentlich das Grey Water, das Abwasser. Dass wir auch en masse herstellen. Senken wir den Strom aus. Viel zu viel. Wir können eigentlich uns sagen, Momentchen. Strom. Strom. Und ist das hier weg? Dann haben wir hier nämlich nochmal mehr Platz. Finde ich super. Das sieht schon so viel attraktiver aus. Man, schön ist es immer noch nicht. Schön ist immer noch was anderes. Finde ich. Also ich meine, das würde jetzt kein Foto bekommen, will ich damit mal sagen, das Gebäude. Kann ich das mal wegmachen? So, das muss jetzt nämlich nur noch, muss nicht mehr ganz so schnell runtergehen. Ach, und dann kann ich tatsächlich die wieder hier, also wieder, als ob die schon jemals hier oben wären, aber die kann ich hier hoch tun. Dann sind die nämlich auch an einem hübscheren Ort. So. Eigentlich könnte ich es jetzt wahrscheinlich sogar abwechselnd machen, mit Bäumen und Nicht-Bäumen. Also Gras. Nicht Baum ist Gras. Ui, wobei es eigentlich ineffizient ist. Es sieht zwar hübsch aus, aber die Bäume, wenn sie direkt nebeneinander stehen, haben sie noch einen Bonus voneinander. Was gut ist. Aber wenn sie eins auseinander stehen, dann haben sie keinen Bonus voneinander. Was doof ist, aber ich finde einfach, es sieht hübscher aus. Und darum geht es mir in diesem Moment eher. Weil wir tatsächlich vom Platzmäßigen her eigentlich das sonst richtig gut hinbekommen. Von den Blöcken her. Das heißt, so richtig auf Effizienz, was Bäume angeht, müssen wir echt nicht bauen. Und ich bin jetzt auch sehr überrascht, wie schnell der organische Abfall runterging eigentlich. Dann können wir nämlich nochmal den hier wegmachen. Dann kommt da diese Recycling Plant hin. Ich glaube, ich habe noch nie so richtig gezoomt, aber ich finde, es zoomt auch so langsam. Okay, Moment mal. Ich wollte es gerade schön in diese Seitenansicht machen, wo man dann schön Fotos machen kann. Natürlich klappt es nicht. So. Moment. So, mache jetzt ein Foto. So, ich habe sogar ein Foto gemacht jetzt.
Ah, guck dir. Vielleicht mal das mal tatsächlich während dem Video machen gemacht. So, ich muss den einen Sortierer, Müllsortierer muss ich noch da lassen, weil weil sonst steigt das wieder an. Ich glaube, es sieht zwar hübscher aus, wenn das da alles voll oben voll wäre mit den Sortieranlagen, mit den Recyclinganlagen, aber dann würde irgendwas von dem rot blinken und es ist doof. Ich glaube, dass ein bei irgendwie 15 funktionierenden Recyclinganlagen würde eine, die nicht funktioniert, wahrscheinlich ganz so ins Gewicht fallen. Von wegen, dass da irgendwas am Decayen dann ist. Naja. Natürlich, der inorganische Abfall geht jetzt nicht mehr so schnell runter, aber ich muss sagen, jetzt, wo es ein bisschen geordneter ist, da hat man was richtig Nettes da jetzt gemacht damit. Das ist eigentlich ganz nett so. Hoppla. Sieht nicht furchtbar aus. Nicht so furchtbar wie vorhin. Immer noch nicht so hübsch, ein bisschen, aber es funktioniert. Es funktioniert. Ich meine, im Prinzip ist es immer noch eine riesige Fabrik, die eine Menge Abgase in die Luft setzt und wo dann immer noch irgendwie, ich weiß nicht, 100 Leute oder so drin wohnen, in derselben Fabrik. Zwischen den Fließbändern quasi. Da wohnen die. Das sind Kinder, das sind große Apartments. Da werden Kinder hochgezogen. Die wohnen, die spielen neben den Fließbändern. Die rennen in ihrer Freizeit über die Fließbänder. Es gibt keine Schulen, keine Krankenhäuser. Keine Toiletten. Ne, Toiletten gibt es natürlich. Hey! Wir haben es geschafft. Und das war die vorletzte von den Challenges, die im Spiel einprogrammiert sind. Natürlich gibt es noch die Weekly Challenges immer mal wieder. Aber ja, wir wollen uns mal dann anschauen, was die nächste und letzte Challenge zu bieten hat.